Heute geht es um Daumenschmerzen beim Golfspielen. Von wo kommen diese und was für Ursachen könnten diese sein? Eine Ursache könnte sein, wenn du die obere Hand hin positionierst, dass der Daumen zu gerade gegenüber der Schlagfläche positioniert ist. Das heißt, wenn man anschließend dann in den Abschwung geht, dann verzögert sich hier der Abschwung des Gewichts, was dann hier einen großen Stress auf das Daumengelenk verursacht und aufgrund dieser Position vielleicht du gerade deshalb Schmerzen im Gelenk hast. Die richtige Positionierung wäre der Daumen etwas auf der Seite. So hast du, wenn du dann nach unten kommst, weniger Druck auf dem Daumen. Also nicht gerade, sondern etwas seitlich. Die andere Ursache, die sein könnte, ist, dass die untere Hand zu stark oben drauf drückt oder immer noch etwas auf der Seite wäre. Das heißt, wenn es dann hier zum Impact kommt oder du zu steil nach unten kommst, dass die obere Hand zu fest auf den Daumen drückt und aufgrund dessen du hier Schmerzen bekommst. Also achte mal darauf, wie du deine Hände hier positionierst. Immer schwierig, aber ich denke, es ist ein guter Hinweis, dass hier etwas nicht stimmt, weil wenn du es richtig machen würdest, dann hättest du keine Schmerzen. Videos sind immer schwierig, am besten gehst du zu einem Pro, erklärst dein Problem und dann können wir relativ schnell dir zeigen, wie die richtige Konstellation der Hände gegenüber der Schlagfläche sein müsste, damit du konstant, gerade und schmerzfrei Golf spielen kannst. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen und für ein Abonnement. Leite es an einen Freund weiter, dem dieser Tipp helfen könnte. Und falls du ein Feedback hast, schreib es doch unten rein. Ich freue mich darauf, dieses zu beantworten. Viel Erfolg, bis zum nächsten Video. Tschüss!